Hallo und willkommen zu den Showbox. Es geht weiter mit We Are Football und dem ersten FCK. Ich befinde mich direkt hier in der Scouten- und Spielerverpflichtung. Und schaut mal, was ich gefunden habe. Wir können jemanden ausleihen, der ein alter Bekannter ist hier. Chrisma Mohammed. Ich glaube, das werden wir sogar machen. Dann kommt er wieder zum FCK. Ein Jahr lang. Linke Mittelfeldspieler habe ich jetzt nicht gefunden. Mein Gespräch war anders. Wir können noch Spieler auf die Transferliste setzen, die wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel ihn hier. Dann können wir noch. Die sind ja alle okay. André Hoffmann, Schad. Schade, ist er noch auf der Transferliste. Wir haben drei Torhüter, ne? Ihn können wir mal ausleihen. Ne, kein Gespräch. Ausleihen. Und dann haben wir noch einige Stürmer hier. Ihn können wir. Wie lange hat er noch Vertrag eigentlich? Er hat ja noch einige Jahre Vertrag, glaube ich. Bis 2026. Ja, hier steht es ja Laufzeit 4 Jahre. Genau, und dann passt das eigentlich im Kleinsorge, ist ja auch auf dem Transfermarkt. Von daher passt das alles. Ich hoffe, das funktioniert mit ihm hier, mit Chrisma. Ansonsten habe ich keine Spieler mehr gesehen, die uns irgendwie weiterhelfen können. Es gibt hier nur Mittelfeldspieler, Zentrale, die brauche ich nicht. Innenverteidiger habe ich gute. Der wäre aber interessant. 8,2, da habe ich einen besseren. Da ist Kevin Campbell. Den könnten wir eventuell holen. Das wäre interessant. Machen wir mal. Da müssten wir einen Aktionspunkt verwenden. Dann lass mal. Füllkrug. Wenn wir Füllkrug bekommen würden, könnten wir einen dieser Stürmer hier, der Wurz eventuell, könnten wir dann verkaufen. Schauen wir mal, ob er kommt. Ich habe ja genug Geld zusammengesammelt, von daher. Einladung beim Bandensponsor. Geld anlegen brauchen wir nicht. Gehaltserhöhung machen wir hier auch dazu. Okay, dann machen wir hier die Entität ein bisschen runter, das ist okay so. Chrisma, ich hätte hier eine Kaufoption. Der Spieler wird seinen Weg machen, das glaube ich auch. Wir könnten hier den Vertrag um ein Jahr verlängern, dann wäre er 2 Jahre bei uns. Wäre sehr interessant. Würde ich sehr begrüßen, wenn er hier 2 Jahre bei uns wäre. Die Gehaltsübernahme und die Leihgebühr machen wir ein bisschen runter und schauen wir mal. Oh, da kommen wir ganz schön aneinander dran. Okay. Oh, shit. Verflucht und zugenäht. Das war ein bisschen zu wenig. Ablöse. 3 Millionen mehr kann ich da nicht verhandeln. Das ist ja hart. Hey, ganz schön alt geworden. So,
Der bekommt bei uns einen Dreijahresvertrag, das ist okay, Grundgehalt im Jahr. Was Sie nicht kaufen, kauft ein anderer. Ganz einfach. Ja, heute ist anscheinend Ausdauer gefragt. Ja, diese Forderung, die ist doch jetzt schon so gering, dass ich danach quasi als Idealist durchgehe. So. Können wir das noch einmal machen? Hören Sie mal, also Rabatt ist doch sowieso nur eine nachträgliche Rücknahme eines Aufschlags. Das wissen wir doch beide. Okay, sollen wir das machen? Sollen wir uns den Niklas Füllkrug holen für mit 9,8? Machen wir mal. Was beim Chris mal leider gescheitert ist. Lukas Röser ist nicht begeistert. Da ist klar, dass er nicht begeistert ist. Die will ein bisschen Gehaltserhöhung. Dann stimmen wir dann einfach mal zu. So, Manuel Ritter bekommt die 8,0. Was kann ich mit jemandem? Du hast ja schon Freischüsse mit 2. Kreativität, Technik. Kurze Pässe, Ballbehauptung, Schnelligkeit, Dribbling. Mach mal Techniken, Punkt. Wolfhampton. Wetten, dass jetzt der Chris mal irgendwo anders dahin gegangen ist. So, da ist Niklas Füllkrug. Das ist wunderbar, dann können wir gleich mal auf die Bank setzen. Der kann eventuell eine kurze Halbzeit spielen. Der ist noch nicht ganz fit. Wir spielen defensiv mit langen Bällen. Das können wir am besten. Dann geht's los. So, es regnet hier am Spieß und hier ist der Wurz, der köpft das Ding aber knapp drüber. Handspiel. Der Handwerker, heißt er wirklich Handwerker? So, Marcel Hartl mit der Ecke. Aku, Flanke auf Jesus, der spielt ab auf Marcao, der spielt wieder, oh mein Gott. Der Geist. Oh, da ist das 1:0 des FC Nürnberg. Oh, knapp vorbei. Passiert nicht viel. Ja. Was sage ich meinen Spielern hier, ne? Casares. Casares, du spielst eigentlich super. Aber Luis, du kannst es doch besser. Fand seine Leistung okay, akzeptiert die Kritik. Da passiert überhaupt nichts in der zweiten Halbzeit. Da kommt man Lukas Füllkrug rein. Und der Ritter geht hier auf den Außen. Und dann machen wir ein kleines bisschen Taktikänderung. Spielzerstörung und kurze Pässe. Ah, da kommt noch ein Freistoß. Scheffler schießt das Ding vorbei. Linkes, rechtes Kleinsorge, linkes Mittelfeld. Da spielt nur mit. Ah, das kann ich nicht machen. Was hast denn du da?
Auch wenn du es nicht kannst, spiel mal hier auf dem damals Chalalolo, dann wählen wir die Taktik aus. Volle Attacke. Aber selbst da passiert nichts mehr. 1-0 verloren gegen Nürnberg. So, die Saison ist zwar jung, aber es läuft einfach nichts zusammen. So, da verbessert sich hier ein Ding. Schauen wir mal, ob wir noch mal hier irgendwas bekommen können. Der Spieler von Nizza, den will ich unbedingt. Rechtes Mittelfeld. Chrisma, können wir noch mal verhandeln? Nein. Linker Mittelfeldspieler. So, mit 1, mit 7,1, okay. Spieler auf der Transferliste. Die sind alle wirklich nicht hier, das Gelbe vom Ei. Ich glaube, da müssen wir wirklich so in die Saison reingehen. Den könnte ich kaufen. Den will ich haben. Wir haben genug Geld auf der Kante. Kubo, den kann ich mir nicht kaufen. Der ist viel zu teuer. Grundgehalt. Er ist ein Fanliebling, okay. Hier wäre ein Punkt notwendig, um das zu bewerkstelligen. Aber wenn der kommt, bin ich sehr zufrieden. So, 17 Millionen kostet er. Wow! Und schon sind wir raus. Uiuiuiuiuiuiui. Junge, 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 da darfst du echt nicht pokern. Düsseldorf will wieder hier André Hoffmann kaufen. Jetzt 5,6 Millionen. Das lehnen wir ab. Palmas will Jesus kaufen. Wir haben den für 1,1 Millionen geholt. Vereinbaren wir mal einen Termin. An einem Weiterverkauf will ich auch verdienen. Und dann lassen wir das mal so. Ich nehme das bei 15 mit euch ab. Und dann akzeptieren wir das. Valencia will hier den Spieler von uns. Das kann ich nicht bringen.
Den haben wir gekauft für 2,8 Millionen von Villarreal. Ich kann ihn nicht meine ganzen Spieler verkaufen. Die Abteilung Sponsoren ist unterbesetzt. Siehst du, das ist natürlich jetzt das Problem, dass du hier nicht Pause machen kannst und dann. Oh mein Gott. Galatasaray will Hartl kaufen. Für 9 Millionen. Das ist ein Hammer. Das ist ein richtiger Knaller. Ich vereinbare mal einen Termin mit. Prozent beim Weiterverkauf und dann machen wir 12 drauf. Die geben mir sogar die 12 Millionen. Die geben mir sogar die 13 Millionen. Oh, dann muss ich verkaufen für 13. Siehst du, jetzt kommt aber hier die Pause. Die kann ich überhaupt nicht gebrauchen, weil ich jetzt eigentlich neue Spieler verpflichten möchte. So, hier haben wir den Marlon Ritter. Und dann haben wir auf links direkt die Unterbesetzung. Unsere Teamstärke ist aber in 1 gestiegen, obwohl ich jetzt alle verkauft habe. Wir werden uns definitiv noch ein paar Spieler kaufen. Definitiv. Das ist ja fast besser, wenn ich den so spielen lasse, ne? Ja, das muss ich so lassen. Ich will keine überflüssigen Gelben sehen. Und ab geht die Post. Wir haben eigentlich noch eine gute Mannschaft. Oh Mann, und dann bekommen wir gleich das 1:0. So, ich habe jetzt enorm viel Geld. Schießt der mehr daneben, als er eigentlich trifft hier. Mit dieser Marco. Wir bekommen nichts auf die Reihe. Überhaupt nichts auf die Reihe. Gegen die Latte. Und die klären das Ding. Schau dich das an, ein Angriff von Heidenheim nach dem anderen. Das war nur verdient, dass sie jetzt 2-0 fällt. Ich brauche gar nichts mehr zu sagen, der schießt ja ein Ding nach dem anderen vorbei. Haben die einfach sich einen Julian Weigel geholt? Krasser Shit. Wir haben noch keinen Spieler, der über 10 hat. Und da fällt das 3:0. Wir werden hier komplett in Heidenheim auseinandergenommen. Uiuiui, und Dropkick. Marlon Ritter macht das erste Tor. Wir müssen definitiv ein bisschen Taktik ändern. Defensiv mit langen Bällen ist ja nicht mehr drin. Kontrollierte Offensive. So. Die Innenverteidiger machen wirklich keinen guten Job heute. Raus mit dir. Vielleicht holt André Hoffmann weg, deswegen. Keine Ahnung.
wegen eines Remplers. Es passiert überhaupt nichts mehr für den Krokrein. Ja, da passiert nichts mehr. 3 zu 1. Wir sind 17. Uiuiuiui. Eine Änderung des Realitätszuschlags wäre es international diskutiert. In welche Richtung sollte es Ihrer Meinung gehen? Was ist das denn? Konstant zu halten, okay. Wie auch immer. Wir haben 28. August, was bedeutet, wir sind kurz vorm Deadline Day. Wir müssen hier noch ein paar Spieler kaufen. Wir haben auch jetzt unglaublich viel Geld. So wie es jetzt aus mit Cole Carter, können wir uns den kaufen. Hm, 9 Millionen. Mit ihm können wir jetzt auch nicht mehr ins Gespräch, ne? Hier ein Zimmer. Oder Short Zimmer, besser gesagt. So, wie sieht's aus auf dem Transfermarkt? Jetzt gibt's ja nur noch Müll, würde ich sagen. Die ganzen Spieler sind ja schon weggegangen. Sabitzer. Dass ich eventuell wirklich jetzt mit Außenstürmer spiele. Statt links und rechts, linke Mittelfeldspieler, ein neues System mach. Wir schauen gerade nochmal, ob es links oder rechts irgendwas gibt, was interessant ist. Der dann Lotti Daniele, 7,8. Schauen wir mal, linke Außenverteidiger. Okay, dann können wir das quasi vergessen, linker Außenstürmer. Wie ist das mit einer Laie? Okay, und verkaufen. 1,6 Millionen. Serafael. Tony Gordon. Da kann Elfmeter schießen. Von Real Sociedad, ne? Top-Spieler. Der kann Elfmeter schießen. Ist noch fürs linke Mittelfeld gut. Okay, das ist nicht verbreitet, den Spieler abzugeben. Rechter Außenstürmer 8,9. Kamerun 10. Denise Calcio. Schon ganz schön viel Geld. Bernardo Silva. Ich könnte mir eventuell wirklich Kubo kaufen. Auf, komm, wir machen das mal.
kaufe mir jetzt Kubo. Ich habe so viel Geld investiert. Und dann brauchen wir noch einen Innenverteidiger, ne? Das habe ich ganz vergessen. Transferliste. Lukas Mehl. Wenn es möglich ist, würde ich gerne was Deutsches haben. FC Nürnberg, guter Profi. Ich kann natürlich auch einen Italiener wieder kaufen. Koulibaly. David Carmo von Bremen. Wenn der nicht kommt, führen wir mal ein Vertragsgespräch mit Müll. So, die Folge geht jetzt wieder ein bisschen länger, weil ich ein bisschen planen muss hier mit meinem Kader. Aufstellung anschauen. Genau, den Offensiven haben wir ja auch verkauft. Da ist aber alles okay, da haben wir mal noch Ritter. Haraguchi. Krass, der kann auch noch links spielen, ne? Ich glaube. Lukas Klostermann. Kaufe ich einfach Lukas Klostermann von ihnen ab, weißt du? Genki Haraguchi. Muhammad Daru. Ah, Julian Weigel. Der ist gar nicht mal so cool. Timo Kehler. Rechtsaußen defensiv und Innenverteidiger. Aha. Daniel Rose. Rechter Außenstürmer, Andrea Hahn. Schauen wir einfach mal, ob wir uns die Spieler holen können. Das wäre ja schon ein bisschen interessant. Horason. Dennis Diekmeyer. Marco Richter. Okay, ich glaube, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen was, mit dem wir arbeiten können. Ich mache mal hier einen kurzen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge. Bin mal gespannt, wie das Ganze hier verläuft. Ich finde es auch. Schalte wieder ein. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Eine gute Zeit. Danke fürs Zusehen.